Karlsruhe Schlossbezirk, das Bundesverfassungsgericht. Was hier im Gerichtssaal entschieden wird, bewegt die Republik. Ich bin Frank Bräutigam und berichte für die ARD seit vielen Jahren über das, was hier passiert. Seit 1951 füllt das Bundesverfassungsgericht die Artikel des Grundgesetzes mit Leben. In der jungen Bundesrepublik sind rechtliche Maßstäbe oft männlich bestimmt. Traditionelle Familien- und Rollenbilder prägen die Gesellschaft. Eine deutsche Frau, die soll lieber aus dem politischen Geschehen hier in Deutschland rausbleiben. Dazu ist sie viel zu unselbstständig. Eine Frau gehört am Kochtopf. Im Grundgesetz steht seit 1949, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Aber das Familienrecht sieht damals völlig anders aus. Den Haushalt zu führen ist Aufgabe der Frau. Geht sie jedoch einem Beruf nach, kann der Ehemann ihren Arbeitsvertrag kündigen. Das war eine Gesellschaft, die ihre Frauen behandelte, wie sie heute eigentlich nur noch in Saudi-Arabien behandelt werden. Das waren die Verhältnisse, die damals geprägt waren von eben einer sehr konservativen CDU-Politik, die sich sehr stark an der Kirche, an der katholischen Kirche orientierte. Die Spitze von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft besteht vor allem aus Männern. Auch die ersten Verfassungsrichter sind männlich, mit einer Ausnahme. Erna Schäffler war lange Zeit die einzige Frau am Bundesverfassungsgericht. Schon während des Jurastudiums ist sie als Frau oft allein unter Männern. 1933 wird die Richterin als sogenannte Halbjüdin von den Nazis entlassen. Vizepräsidentin Doris König kennt die Geschichte von Erna Schäffler gut. Gemeinsam schauen wir uns ein altes Interview an. Kann eine Frau, deren Tun sich so sehr im Geistigen vollzieht, auch noch ein Familienleben erfüllen, Frau Dr. Schäffler? Ich glaube, ich bin ganz gut damit fertig geworden. Ich glaube, mein Mann und meine Tochter haben sich nicht zu beschweren gehabt. Jedenfalls haben sie nie dergleichen gesagt. Frau König, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie eintauchen in diese alten Zeiten und das hören? Ja, Erna Schäffler war ja eine ganz besondere Frau. Diese Beharrlichkeit, dieser Wille, sich auch gegen Widerstände durchzusetzen, den brauchen Sie heute auch noch. Vielleicht nicht in der Form, wie Erna Schäffler ihn brauchte. Aber letztlich muss man auch schon hier und da kämpfen können. Schäffler kämpft um Gleichberechtigung. Sie will, dass das Familienrecht wirklich angepasst wird. Doch in Bonn hat man damit keine Eile. 1953 geht es im Gericht deshalb um die Grundsatzfrage, ist das Gleichheitsgebot nur ein netter Satz oder eine echte Pflicht? Die männlichen Kollegen im ersten Senat sind skeptisch. Sogar der Sozialdemokratie nahestehende Richter haben ihr da auch widersprochen, haben gesagt, aber Frau Schäffler, Sie können doch nicht das abendländische Kulturgut der Familie in Gefahr bringen. Und sie hat nur gesagt, es muss etwas, was immer so war, nicht so bleiben. Das müsst ihr Männer endlich mal einsehen. Der Bundestag reformiert das Familienrecht schließlich, führt dabei jedoch den väterlichen Stichentscheid ein. Bei Erziehungsfragen hat der Vater das letzte Wort. Postwendend erklären Erna Schäffler und ihre Kollegen genau dies für verfassungswidrig. Insofern war das ja eine doppelte Herausforderung. Also sie musste selbst in ihrer Rolle als Verfassungsrichterin ernst genommen werden und dann eben auch noch diese spezifischen Themen in dem damaligen gesellschaftlichen Kontext aufbrechen. Ich glaube, die Leistung kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Werden Sie von Ihren männlichen Kollegen immer akzeptiert? Es war eigentlich die angenehmste Enttäuschung, die ich hier gehabt habe, dass ich wirklich von Anfang an akzeptiert worden bin. Weder als Wundertier bestaunt, noch als kleines Mädchen über die Achsel angesehen. Was sind eigentlich Verfassungswahlen? Ja, die Verfassung kann auf zwei großen... Ganz schön hart im Nehmen muss sie gewesen sein. Vor allem, wenn man weiß, wie viel Widerstand es in der Sache, also der Gleichberechtigung von Mann und Frau, wirklich gab. Wie ist es denn heute am Gericht? Also dieser Satz, damals, sie hat keine Benachteiligung erfahren, sie wurde komplett akzeptiert. Kann man das heute erst recht genauso unterschreiben, alles, was sie da sagt? Das würde ich schon sagen. Ja, ich meine, das reine Zahlenverhältnis hat sich ja zugunsten der Frauen umgekehrt. Wie ist es denn gerade? Wir haben jetzt 9 von 16
Richtern und Richterinnen sind also 9 Frauen, 4 im ersten Senat und 5 im zweiten Senat. Jetzt haben wir mal eine Situation, dass wir sogar eine Frau mehr haben.